Hallo Freunde, wir haben Freitagnachmittag, wir sind unterwegs in den Urlaub. 2 Wochen geht's für uns los, Chili ist dabei, die erste Ausfahrt mit Oscar 2.0, mit dem Hochdach, mit Markise und allem drum und dran. Wo es genau hingeht, was alles abgeht, das erfahrt ihr auf jeden Fall noch im Laufe dieses Videos und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So, jetzt stehen wir das erste Mal auch schön auf der Autobahn, ein paar Minuten hätte ich mal gesagt, nachdem wir angehalten sind. So sieht das jetzt hier momentan aus. Ja, das wird wohl noch eine Weile dauern. Google Maps sagt eine halbe Stunde ungefähr. Mal schauen. Kleinen Fahrerwechsel. So, wir haben jetzt Samstagmorgen, wir sind nicht durchgefahren, wir mussten ja beide noch arbeiten, deswegen sind wir jetzt so um die 700 Kilometer gefahren, haben jetzt nochmal einfach getankt, weil wir jetzt noch in Deutschland sind, weil es relativ günstig ist, Österreich ist wieder ein bisschen teurer und haben jetzt auf der Raststätte gepennt, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Oh yes, wir haben es geschafft. Wir sind bei unserem ersten richtigen Zwischenziel angekommen. Und wo sind wir jetzt hin? Die meisten Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen es jetzt auf jeden Fall eh schon. Wir sind wieder in Kroatien. Was für ein Wunder. Uns hat es echt angetan hier in Kroatien. Ihr habt sehr, sehr schöne Vorschläge gemacht bei Instagram. Aber die Ziele, die wir ins Auge gefasst haben, da dann war uns einfach zu weit. Aber nicht abschalten, es wird nicht langweilig und wir fahren auch nicht an die gleichen Orte wie sonst, sondern wir wollen ganz runter in den Süden, nach Dubrovnik und wollen dann von da langsam sozusagen nach oben, damit wir wirklich den letzten Drittel von Kroatien dann auch haben an der Küste. Und wer meine anderen Videos noch nicht kennt, ich verlinke das alles mal unten, da habe ich extra Wiedergabelisten zugemacht. 2016, 2017 waren wir auch schon hier. Jetzt haben wir einen bekannten Spot angefahren, weil wir wussten, dass es hier geil ist, dass wir hier pennen können. Und das ist so, ja, etwas weiter oben noch sogar in Kroatien, würde ich jetzt sagen. Aber wer da mehr sehen möchte, auf jeden Fall die alten Videos anschauen. Und jetzt spannen wir uns noch ein bisschen aus hier und werden ein bisschen Essen machen. Und dann sehen wir uns morgen früh auf jeden Fall in aller Frische wieder. Und dann geht's auch weiter. Thank you.
Morgen oder auch eher schon guten Mittag. Also wir haben so 12:30. So sieht unser momentaniges Setup jetzt aus. Natürlich fahren wir nicht so auf, wenn wir irgendwo stehen, wo es doch ein bisschen auffälliger ist. Hier kennen wir den Spot ja jetzt mittlerweile schon und wissen, dass hier nichts abgeht. Hier waren jetzt schon 1, 2, 3 Einheimische und ihr habt die Drohnenaufnahmen vielleicht auch das erste Mal gesehen. Das sind die ersten hier aus Kroatien. Und ja, wir werden uns das jetzt hier gut gehen lassen und vielleicht dann heute Abend oder wenn wir irgendwie auf den Trichter kommen, loszufahren, fahren wir eben weiter nochmal Richtung Dubrovnik oder weiter in den Süden. Ja, und solche Spots hier finde ich eigentlich nur wegen euch, weil ich motiviere mich wegen YouTube aufzustehen und einfach mal ein paar schöne Shots zu machen und solche Spots eben zu finden, um halt geile Bilder zu produzieren. Und ja, ich denke mal, das ist ein sahnemäßiger Ausblick hier. Ich stehe hier auf den letzten Felsen sozusagen und habe meinen Spaß und ich hoffe, ihr auch und ihr genießt es. So, der nächste Morgen ist angebrochen. Ihr habt gesehen, hier war noch ein ganz netter Defender. Wir vermuten aus Großbritannien, weil die haben sehr britisches Englisch gesprochen, hat ein kleines GB an dem Auto. Ich kenne die Kennzeichen leider nicht. Wir werden jetzt weiterfahren in den Süden. Wir fahren erstmal nach Senje, weil da ein netter Platz ist, wo wir dann frühstücken können. Den kennen wir halt auch schon. Und dann geht es aber erstmal ein Stückchen weiter. Suchen wieder einen schönen Ort, wo wir entspannen können und wo wir an den Strand gehen können, wo wir ans Meer gehen können. Und heute Abend werden wir dann ein Stück weiterfahren. Vielleicht so 2, 3 Stunden nochmal fahren und dann gucken wir mal, wo wir landen. Aber ihr werdet es ja eher fahren. Mit dem Ausblick werden wir jetzt mal frühstücken und ich werde mich von euch verabschieden für dieses Video. Falls ihr mehr sehen wollt und mehr von Kroatien sehen wollt und weiter in den Süden mit uns reisen wollt, abonniert gerne den Kanal und lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch dieses erste Video schon gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen noch wesentlich, wesentlich mehr. Wir begeben uns jetzt auf den Weg zu dieser Burg da oben, die ihr da sehen könnt. Da soll wohl ein kleiner Teil von der Roten Zora gedreht worden sein und da ist ein kleines Museum und da schauen wir mal, ob das offen hat. Aber wie gesagt, jetzt machen wir hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!